Mahlzeit mit einer. Heute geht's mal an die selber gedruckten Dinger hier. Müssen die Schläuche noch verkabeln, sonst ist ja jetzt, glaube ich, alles fertig. Speiste Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Und ja, mal gucken. Wenn es da keine Probleme gibt, dann sehen wir es dann fertig. Wobei ich das euch schwierig zeigen kann. Weil das ja hier irgendwo, hier unten irgendwo hinkommt. Also ziemlich nah an den Akkus. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie auf Kamera kriege. Na gut. Klemmen wir mal an. So, verkabelt ist hier fast alles, bis auf die Rückläufe, die fehlen noch, hier hinten. Und vorne ist mir der Schlauch rausgegangen. Brauche ich noch ein bisschen Schlauch. Und ansonsten nur noch die Rückläufe. Aber, na, wer errät, was es ist. Das Ding ist kaputt gegangen. Scheiße. Ich zeig's euch auch mal. Ich hatte es schon drin, ich hab's jetzt nochmal rausgeholt. Weil ich einen Schlauch falsch hatte, den hier. Und jetzt wollte ich den an den Anschluss machen. Und da ist er hier weggebrochen. Ne? Hier fehlt jetzt ein Anschluss. Scheiße. Muss das Ding nochmal drucken. Ich vermute mal, dass das andere wahrscheinlich auch nicht perfekt ist. Siehst, die zwei Dinger müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Und wesentlich stabiler. Vor allen Dingen hier unten. Ne? Naja gut, ist halt Prototyping. Ne? Jetzt kann ich das wieder abfummeln. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem. Mal gucken. So, ich habe es reingekriegt. Ohne abzubrechen. Ich muss denn hier noch irgendwie ein bisschen festtüdeln, aber es hält eigentlich schon ganz gut. Und eine von den Schläuchen. Von der Höhe her geht's irgendwie, wie gesagt, ich werde hier noch einen Kabelbinder noch ranmachen, dass es fest ist und nicht rumschlappern kann. Ja, würde ich sagen, Zulauf ist dran, aber ich glaube nicht, dass der Zulauf hält, Jungs. Weil, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf dem Video sieht. Warte mal, wo sieht man hier es? Also dieser Ring hier, die Kamera macht jetzt gerade nicht scharf. Doch jetzt. Na, ihr seht's, der Außenring zum Innenring, da ist noch mal ein Ring dazwischen. Warte mal, vielleicht sieht man das hier an so einem Ding besser. Ja, hier sieht man es besser. Ne, da ist die Verbindung nicht richtig. Das haut auf jeden Fall nicht hin. Gut, müssen wir die Dinger nochmal neu drucken. Und ein bisschen Schlauch besorgen. Das ist jetzt noch übrig. Siehst, eine Rückleitung könnte ich noch machen. Fünf brauche ich aber. Und die brauche das Stückel, brauche ich so noch zum Zusammenstückeln. Ja, das ist erstmal Feierabend. Scheiße. Ich werde mich jetzt ranmachen. Die Dinger noch mal in PETG drucken mit ein bisschen Überextrusion. Mal gucken. Tja, nützt jetzt nicht. Heiße, ich wollte heute eigentlich fertig machen. Da wird es dann erst morgen, Jungs. Beziehungsweise ich muss noch einen Schlauch besorgen, die Dinger drucken. Mal gucken, dass ich dann Wasser auffüllen kann. Ne, das müssen wir dann halt morgen. Das wollte ich heute eigentlich machen, aber dass wir Wasser auffüllen können. Und dann könnte ich schon laden. Ne? Auch wenn jetzt hier die Entlüftung fehlt noch hier, die ne, fürs Elektrolyt, sage ich mal, das ist ja jetzt hier die Kühlungsscheiße. Ich würde das dann erstmal so ohne Dings laden, weil ich muss ja noch ein bisschen balancen. Ne? Gut, war's das erstmal für heute. Kurzes Video. Scheiße. Kann ich jetzt nochmal hier dieses Zeug, was wir ausgebaut haben. Ne? Ach, hier ist sogar noch ein guter. Nein, den heben wir auf. Der Schrott, der weg kann. Ja, und dann müssen wir noch die Abdeckungen machen. Also ein bisschen was ist noch zu tun. Hier sind dann noch die ganzen Schläuche für die Elektrolyt-Scheiße. Aber wie gesagt, da tue ich jetzt erstmal dann die Zellen balancen. Und dann gucken wir mal. Guck mal, hier haben sie auch schon zugemacht, die Dinger. Ne? Na gut, vielleicht vom Transport. Das haben wir hier mit rein. Gut, Jungs. Nützt nicht. Muss ich jetzt erstmal Schläuche bestellen. Ich hätte das wahrscheinlich noch ein bisschen schlauer machen können. Da hätte ich mir noch ein bisschen Schläuche sparen können. Aber ist jetzt erstmal egal, weil hier brauchen wir drei Stück. Hier runter? Nee, das reicht nicht mehr. Ich brauche Schlauch. Gut, haut rein.